I'm tired of working all the time. I'm tired of editing all the time. And I don't go to Venice Beach anymore. Now, when I get tired of working and I want to go out, I just go to this beach over here. With that big old mountain on the end. That's Diamond Head, and here we are in Hawaii. Waikiki Beach. With all the pretty girls. 1993 erschafft Batman Stallion. Das Pornofilmgenre Gonzo wird Regisseur und Darsteller. Im Jahr 1970 kommt dieser Gonzo ganz groß raus. Macht in der Sesamstraße Mist, weil er auf Deutsch ja ein Narr ist. Doch der Erfinder des Gonzo, das sieht jeder Hinz und Kunz. So ist Ende der Swinging 60s, Hunter Thompson, der Journalist. This is a big cocksucker. West Coast, musikalisch und seelisch, psychedelisch. Auf Droge ist hier nicht nur die Musik, sondern dank Hunter auch die Literatur. Der Reporter auf der Überholspur inszeniert sein Leben und seinen Tod. So it's gonna be a pile of rocks about 100 feet tall. Giant chrome sort of a cylinder with on top of the sort of big arm would be a fist with a double thumb. You know. After the cremation, we put the ashes in a canister and shoot it out the top of the fist over the valley and up, gets up about, say, 500 feet up, explodes, and the ashes drift down all over here. And that's it. Mein Vater und ich waren so unterschiedlich, dass es schwer war, Gemeinsamkeiten zu finden. Eine davon war das Schießen und die Waffenpflege. Und als ich einmal meinen Sohn besuchte, er war 19 und im ersten College-Jahr, schlug ich vor, ein paar Pistolen mitzubringen, um mit ihm in der Wüste ein bisschen herumballern zu können. Wieder zu Hause angekommen, bemerkte ich, wie interessant dieses Verhalten war. Juan Thompson ist der Sohn des voll krassen Hunter Thompson. Über dessen Eskapaden hat er einiges zu sagen. Und Juan hat soeben sein erstes Buch geschrieben über den Papa, den Papst des literarischen Gonzo. In den irischen Bars, in feuchtfröhlichen Nächten, säuft der Gonzo grundsätzlich alle unterm Tisch. Yes, he drink way more. Hunter trank viel mehr, als jeder vernünftige Mensch trinken sollte. Und er konsumierte oft Drogen. Doch gleichzeitig redete er am Morgen bei einem Orangensaft darüber, wie wichtig es sei, Vitamine zu sich zu nehmen. Hunters erstes Essay, das entsteht bei der Armee. 57 fliegt er raus, der Grund, er muckte auf. Das ist perfekt in einem Buchprojekt. Er cruist mit und ihm gefällt's für das Werk Hells Angels. Doch bald darauf schlagen die Biker ihn grün und blau. Er wollte nie ein neues Genre erschaffen, nur seinen eigenen Stil durchziehen. Und irgendwann sagten die Leute, das ist Gonzo. Wichtig war dabei vor allem die Subjektivität, dass Hunter Teil der Story ist und auch nicht das Gegenteil vorgibt. Und Oscar Zita wird bald sein alter Ego. Den Anwalt und Autor nennt man sogar Dr. Gonzo. Hunters nebulöser Roman für ein Loring in Las Vegas handelt von einem Trip zum berühmten Las Vegas Trip.
Terry Gilliam verfilmt den Stoff 1998. Die Rolle des genialen Hunter wird gespielt von Johnny Depp. Depp, dooby, depp, dooby, depp, dooby, dee. Und hier noch was aus dem Archiv der BBC. 12 o'clock noon. We should have left for Hollywood at 9, but Thompson has locked himself in his hotel room. When he finally lets us in, his face is covered in white makeup. Are you sure you're gonna be okay? I don't know. Hey, you look terrible. Hey, sit down. Sit down, something, and anything, but just I'm not sure if I'm on the phone. Are you? Oh. You might, oh, you're actually well enough to do that. Well, that's good. Yes. Can you, I've been vomiting blood this morning. Hunter steht auf Politik, will ihr zeigen, wo der Hammer hängt, und kandidiert 1970 als Sheriff in Aspen. Zieht in den Kampf im Hippie-Boom, will die Wähler um sich schauen. Mit dem Spruch, ich bin der Kandidat, mit den kürzesten Haaren. Ich weiß noch, dass ich eines Nachts woanders schlafen musste, wegen einer Bombendrohung. Jemand hatte angerufen und gedroht, unser Haus in die Luft zu jagen. Es gibt da noch eine Droge, nach der Thompson süchtig ist, denn er weiß, wie man anderen die Tour vermiest. Nixon bekommt die 72 zu spüren, als er kandidiert. Hunter bremst ihn ungeniert aus, indem er knallhart zeigt, was die Presse verschweigt. Yo. Donald Trumps Wahl zum Präsidenten hätte Hunter zutiefst deprimiert. Aber sein Zorn würde sich mehr gegen die Wähler richten als gegen Trump. Sie haben Nixon gewählt, George W. Bush sogar zweimal und jetzt Trump. Meine Güte. Good God.